Motor, Radfahrbegeisterte oder auch einfach nur Motorradfans, muss ja nicht speziell dieses Motorrad sein, auf dem ich gerade sitze. Ja, wie man sieht, habe gerade die Kamera mal ein bisschen schweifen lassen. Heute am 2. Oktober 2019 haben wir einen, nach längerer Zeit mal wieder einen relativ schönen Tag. Ich habe extra heute Morgen mal in die Wetter-App geschaut, wann wird es denn mal eine Lücke geben, an der, also in der man einigermaßen trocken mal wieder eine schöne Runde drehen kann. Ja, das soll heute so sein. Wie man auf der Straße sieht, sind hier schon mal Schauer durchgezogen heute, aber ja, im Moment sieht es ganz gut aus. Und heute verfahre, kann man wirklich so sagen, ich fahre einfach mal nach dem Motto, nicht nur der Weg ist das Ziel und orientiere mich dann am Weg, sondern es bleibt, der Weg ist das Ziel. Ich versuche schöne Wege zu fahren unter besondere Berücksichtigung der Wolkenbewegungen. Also ich mache eine Runde mit meiner Yamaha XSR 900, die jetzt 21.000 Kilometer in meinem Besitz ist. 21.000 Kilometer in circa anderthalb Jahren, das ist eine ganze Menge. Und mit der fahre ich jetzt mal eine Runde, einfach um ein bisschen mal den Kopf wieder frei zu blasen und die Lust auf die neue Saison. Hoffentlich ist das noch gar nicht so weit, dass wir auf die uns schon freuen müssen, sondern hoffentlich haben wir noch einen schönen Herbst. Das ist ja nicht ausgeschlossen, aber ich wollte einfach mal wieder fahren, auch gerade speziell mit meiner Yamaha XSR, um sie dann wieder ins Trockene zu stellen und mich drauf zu freuen, auf die schönen Tage, die wir noch haben und auf die neue Saison. Ja, 21.000 Kilometer habe ich das Motorrad jetzt schon gefahren. Ich habe ja schon mal einen kleinen Review gemacht, Rückblick nach 10.000 Kilometern. Da habe ich auch einige Kommentare bekommen, einige Verbesserungsvorschläge und mir selber ist auch das eine oder andere eingefallen, sodass ich beschlossen habe, hoffentlich schaffe ich das sogar sehr bald schon, einen erneuten Rückblick hier zu veröffentlichen. Hoffentlich ein schönes Video und möchte dann ansprechen, was ich dann nach zu den 10.000 Kilometern noch zusätzlich ergeben hat oder was ich vielleicht nicht ganz so richtig eingeschätzt habe. Das könnte auch sein. Und vielleicht sogar auch noch neuere Erkenntnisse, die ich vor beim 10.000er Rückblick noch gar nicht so am Schirm hatte. Ja, da gibt es einiges. Ich habe zwischenzeitlich einen neuen Kettensatz drauf. Das macht sich jetzt nicht so sonderlich bemerkbar. Der neue natürlich schon, aber das ist jetzt nichts, was die Fahreigenschaften verändert. Ich habe aber sehr wohl einen neuen Satz Reifen. Nein, das ist falsch. Hinterrad habe ich, glaube ich, 6-mal schon gewechselt. Aber ich habe ein anderes Profil, einen anderen Hersteller. Nicht mehr den Bridgestone drauf, sondern einen Reifen, der mir jetzt auch in den nächsten Monaten helfen soll, die feuchte Jahreszeit ein bisschen zu überbrücken. Denn er ist auch ein wenig optimiert vom Profil her und der Mischung her für feuchte Straßen und nasse Straßen. Und, nach meinen bisherigen wenigen Erfahrungen auf feucht oder nass merke ich da schon einen Unterschied und das werde ich dann in meinem Test auch ein bisschen ausführlicher beschreiben. Ja, und eine Erfahrung ist auf jeden Fall dann beim nächsten Mal dabei, nämlich wie gehe ich mit einem Navigationsgerät um. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt ein Navigationsgerät vorne am Lenker montiert. Damit bin ich, kann ich vorweg schon sagen, gut zufrieden und ich frage mich manchmal, wie habe ich es ohne ausgehalten. Ah,
das nehme ich zurück, weil alle, die längere Zeit Motorrad fahren, die wissen, wie man sich vorbereitet. Und wenn man seine Hausstrecke fährt, dann kennt man die auch. Vielleicht nicht alle Schilder, aber zumindest den Belach und die gefährlichen Ecken. Das sollte wohl so drin sein. Ja, kurz hier mal zur Strecke. Der eine oder andere weiß es ja, ich wohne im Bonner Raum. Befinde mich hier in der, ich nenne es immer Nordeifel, Rand Nordeifel. Man nennt das eigentlich das Vorgebirge. Vorgebirge, also das ist noch nicht die Eifel richtig, aber auch nicht das Flachland rund oder links und rechts des Rheines, sondern schon etwas erhöht, angehoben, das Ganze. Und hier bin ich gerade in Heimatsheim unterwegs gewesen, also in der Nähe von Heimatsheim gestartet und jetzt hier in der Nähe von Buschhofen, wenn mal einer auf die Karte gucken möchte. Ich fahre jetzt von Buschhofen aus Richtung Bonn rein. Also ich fahre nicht rein, aber die Richtung Bonn. Ah, hier sind die Straßen auch schon wieder ein bisschen nasser. Aber es ist nicht allzu viel los, das ist alles ganz okay. Ja, und dann fahre ich über die kleinen Ortschaften dann wieder zurück zu mir in mein kleinen Ortsteil von Bornheim. Bei Bornheim. Bornheim besteht aus 6 Ortschaften. Also ist aber schon der Ort Bornheim selber, den ich gerade anspreche. Ja, was war heute besonders auf der Tour? Also es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich entsprechend warm angezogen, auch windgeschützt an den Beinen, denn das Thermometer war in der Tat so, wie vorhergesagt, auf 13 Grad erstmal stehen geblieben. 13 Grad ist nicht kalt. Aber ist verglichen mit den 30 Grad im Sommer deutlich kühler. Ja, aber was sagt man so? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Und entsprechend habe ich mich also auch angezogen und fahre jetzt mal wieder mit den Handschuhen. Naja, und hier sehen wir jemanden, der quer kam und ohne dass ich die weiße Linie überschritten habe, habe ich dieses Wägelchen mit dem, wer auch immer drin saß, mal eben überholt, denn hier ist 70 erlaubt und es ging doch ein bisschen langsam. Es gibt ja heute immer mehr Menschen, die meinen, auf der Straße Sprit sparen zu können. Das sind so Leute, die dann auf eine Ampel zurollen, die eigentlich sehen könnten, dass da auch eine Rechtsabbiegerspur irgendwann entsteht und dass hinter ihnen, hinter demjenigen, hinter dieser Person, die da so rollt, vielleicht auch jemand kommt, der eigentlich gerne zügiger auf dieser Abbiegerspur möchte. Okay, wir sollten alle ein bisschen entschleunigen, aber nicht, wenn man auf so einer Yamaha sitzt. Ja, ich meine das nicht ganz so ernst, aber es ist schon erstaunlich, wie gedankenlos manche Leute so nur mit sich beschäftigt sind. Naja. Ja, heute war die Fahrt, wie gesagt, ganz, ganz schön. Frischer Wind. Auch ab und zu mal bin ich ein bisschen feucht geworden, aber das spielt ja wirklich keine Rolle, wenn man sich entsprechend angezogen hat. Und ich habe auch keine größeren Testversuche jetzt gemacht. Ich fahre nicht schnell, wie man sehen kann. Guckt mir das ein bisschen an, was die Gegend aussieht. Ich bin jetzt hier ein paar Wochen nicht lang gefahren, da ich zwischenzeitlich ein paar Tage im Harz verbracht hatte und auch am Bodensee ein paar Tage war einfach keine Gelegenheit hier zu fahren. Ja, jetzt sind wir hier in Alfter und jetzt bin ich schon wieder quasi auf dem Rückweg. Was ihr gleich sehen werdet, das hat mich wirklich verwirrt. Verwirrt, ja. Kommt gleich. Da fuhr denn ein Fahrschulwagen vor mir, ein Fahrschulfahrzeug. Das ist da schon, ich glaube, da vorne fährt es schon. Und es saß kein Schüler drin. Vermutlich war es denn, da ist das, ja, ist das Fahrschulfahrzeug. Vermutlich ist es dann der Fahrlehrer und macht eine Privatfahrt oder keine Ahnung, was man als Fahrlehrer mit einem entsprechenden Fahrzeug macht, wenn man da oben drauf, wie man hier sieht, Fahrschulhütchen dran hat.
Ich habe auf jeden Fall mal so ein bisschen geguckt. Also es gab schon einige Stellen wie hier auch. Hier ist 50 erlaubt, ja. Also ich fände es sehr schön, wenn die Fahrlehrer den Menschen beibringen, dass sie bei drei Spuren die rechte Spur zu nutzen haben. Das wäre geil, vielleicht macht er das ja auch. Aber er fährt auch eindeutig ab und zu mal zu schnell. Gut, ich auch, hinterher. Aber weiß ich nicht. Fahrlehrer, da hätte ich immer so ein bisschen die Idee, das sind auch Vorbilder. Ja, okay, muss man ja sich überbewerten. Vielleicht wollte er auch einfach zeigen, dass er kein Hindernis ist. Ich habe keine Ahnung. Naja, ja, hier sind ein paar enge Straßen. Hier, wie man sieht, wenn einige markierte Buchten hier, wo man parken darf, auch geparkt werden, dann ist das hier zur Hauptverkehrszeit schon ein unruhiges Fahren, weil man immer wieder Stop and Go hat. Aber dafür hat man hier eine Abkürzung. Deswegen wird die auch ganz gern genutzt, diese Strecke. Ja, jetzt kommen wir gleich nach Bornheim rein. Wie gesagt, das ist das Städtchen Bornheim. Der Fahrschulwagen wird gleich abbiegen. Das habe ich hier nicht mehr drauf. Und hier ist unsere Fußgängerzone mit 20 km/h. Fahre ich sogar fast. Naja, wenn man es genau nimmt, bei 30 habe ich ja schon 50% mehr Geschwindigkeit. Uiuiui. Ja, man hat das beruhigt, dafür ist dann auf der anderen, hinter den Blocks, dann hinter den Häusern eine zweite, also eine Spur in die andere Richtung. Hat ein bisschen Ärger gegeben, weil einige nicht mehr diesen, ja, die Geschäftemacherei nicht mehr ganz so gut läuft, denn der Durchfahrtsverkehr ist hier deutlich weniger geworden, weil auch gleichzeitig eine Umgehungsstraße gebaut wurde. Jo. Ich komme auch gleich zum Ende. Ich möchte noch kurz einen Hinweis loswerden, weil ich heute ein anderes Video gesehen habe über diese Maschine, über diese Yamaha XSR 900. Da hat derjenige dort die Tankgröße ein bisschen bemängelt. Ah ja, hier gebe ich einmal kurz mal Gas und ja. Ich bin schon außerhalb der Ortschaft, ja, und fahre dann gleich zurück. Und dann ist er finito. Ja, und dann hat er da bemängelt, dass der Tank doch groß aussieht, aber nur 14 Liter fast. Und dass man dann ja schon nach 200 Kilometern tanken muss. Wenn man flott fährt, hat er natürlich betont. Ja. Also wie ihr wisst, 21.000 Kilometer bin ich gefahren. Wer meine anderen Filme kennt, der weiß auch oder hat auch gesehen, dass ich häufiger mal wirklich flotter fahre. Aber wer fährt schon 200 Kilometer im irren Tempo? Wer macht das? Wer hat diese Strecke durchgehend? Das passiert einfach nicht. Und wenn, dann hat man das ja billigend in Kauf genommen, dass man jetzt hier mal schnell fährt und damit auch ein bisschen mehr verbraucht. So, Ende.